trotz noch Espresso-Bohne. Nicht zu viel rein, dass es frisch bleibt. Schoko-Joghurt-Kuchen. Ich wach auf in einer Stadt in der Selbstnacht, der Nebel nicht weicht. Klimaanlage laut, Doppelbett, dreh mich im Kreis. Vor dem Fenster Science Fiction. Martin, möchtest du einen Kaffee? Unbedingt. Ich halte mich nicht im geringsten für einen bedeutsamen Dichter. Kaffee ist einfach, ist eine Leidenschaft. Es belebt. Man fühlt sich frisch und ist gesund. In der Falle sitzt aber. Ja, Martin hatte das erste Internetcafé in Erfurt. Und da war ich dann irgendwann mal Gast. Und dann ist es einfach Freundschaft geworden daraus. Nur bei dir. Unsere Arbeit fängt ja gleich mit einer Mittagspause an. Ja. Das ist das Schöne. Ja, schon war. Kann ich so sein, Verrückte? Wir sagen manchmal Latte Muchacho, aber Muchacho ist ja Spanisch, also ist doch Latte Macchiato. Und noch die Haube oben drauf. Voilà. Oder vorher schon war. Das Clara Grün machen hauptsächlich die Gäste aus natürlich. Der Ort, an dem wir sind, also insgesamt die Atmosphäre, die hier herrscht. Angekommen und auf der Suche, weil man verändert sich ja auch. Aber im Grunde ist das, was wir wollten, ja, kann man sagen. Das ist eine tolle Sache halt. Ich war auf in einer Stadt, in der selbst nachts der Nebel nicht weicht. Klimaanlage laut, Doppelbett, dreh mich im Kreis.